perfekt. Jetzt ist alles gespült. Das bedeutet, ich habe jetzt einen freien Vormittag. Was könnte ich denn machen? Ich glaube, ich gehe mich mal eine Runde entspannen. Oh ja, ich kann verstehen, warum das der Lieblingsplatz von Martin ist. Ich schalte mal den Fernsehen ein. Oh, was läuft da denn Interessantes? So Leute, es geht wieder los heute mit Lotto. Der Lotto-Jackpot beträgt heute um die 1 Million Euro und Sie haben immer noch die Chance mitzumachen. Wow. Denn es ist noch nicht zu spät. An sämtlichen Verkaufsstellen können Sie denn immer noch Lottoscheine erwerben. Die große Losung ist dann heute Nachmittag. 1 Million Euro? Wow, was man sich damit alles kaufen könnte. Das wäre ja der Oberhammer. Wobei, beim Lottospielen ist die Gewinnchance wirklich sehr gering. Also, ich glaube nicht, dass das was wird. Aber man kann es doch mal versuchen. Ich meine, 1 Million Euro, was man sich damit alles kaufen könnte. Und wir könnten einen wunderschönen Familienurlaub machen. Gehe ich jetzt tatsächlich los, um noch einen Lottoschein zu erwerben? Ja, los, Claudia, komm schon. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ha, okay, super. Gerade noch geschafft. Ich muss auch ein bisschen den Blick auf die Uhr bewahren. Jetzt geht es darum, meine Zahlen auszudenken. Aber was schreibe ich denn jetzt bloß drauf? Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich mache das ganz simpel. Und zwar die 1, die 2, 3 und die 4. Ah. Es ist sowieso total unwahrscheinlich, dass ich im Lotto gewinne. Und warum sollten genau diese 4 Zahlen drankommen? So, es ist soweit. Es geht los. Uiuiui. Also, mein Schein in die Hand. Und jetzt bin ich auf die Top 4 Zahlen sehr gespannt. So, meine Damen und Herren, es wurden alle Lottoscheine verkauft. Somit sind keine mehr übrig. So etwas hatten wir noch nie. Aber es geht ja auch um viel, viel Geld heute, denn es geht um 1 Million Euro. Ja, okay, wir haben es verstanden. Jetzt komm schon, ich bin super gespannt. So, und ich werde euch jetzt die Top 4 Zahlen einmal mitteilen. So, die 4 Gewinnzahlen lauten, auch natürlich genau in der Reihenfolge, wie ich sie jetzt vorlese. Wir haben als erstes die Nummer 1, die Nummer 2, vorletzte Zahl lautet die 3 und die letzte Zahl lautet, Trommelwirbel, Nummer 4. Was? 1, 2, 3, 4? Das sind ja meine Zahlen. Das sind ja genau die Zahlen, die ich aufgeschrieben habe. Wow. Oh Mann, ich kann es nicht fassen. Ich habe tatsächlich alle Zahlen richtig. Oh mein Gott. Das bedeutet, wir sind jetzt Millionäre. Oh, ich kann mein Glück kaum fassen. Hey, was sind das denn für Geräusche? Wer brüllt da die ganze Zeit rum? Hört sich ein bisschen an wie Mama. Aber wieso brüllt ihr denn so rum? Yippie, yippie, yeah. Das bedeutet ein schöner Urlaub und ganz viele tolle Shoppingtouren. Mama, alles okay bei dir? Wieso bist du denn so laut? Es ist gar nichts los. Ich habe hier nur ein bisschen Musik gehört und ich bin halt gut drauf, weil, es kamen gerade schöne Nachrichten im Fernsehen. Schöne Nachrichten? Okay, alles klar. Und deshalb tanzt man hier so wild herum? Wegen Nachrichten? Die ist doch total langweilig. Naja, egal. Puh, also das ist ja nochmal gut gegangen. Ich meine, wenn schon, dann möchte ich es der ganzen Familie heute Abend mitteilen. Und ich werde mir noch irgendwas ausdenken, denn so eine Nachricht kann man ja nicht einfach so vermitteln. Und außerdem wird mir das sowieso keiner jetzt glauben. Oh Mann, ich bin echt aufgeregt. So, ich werde den Lottoschein jetzt erstmal hier ablegen. Ich denke, da ist er gut aufgehoben. Da geht ja normalerweise niemand bei. So, und jetzt heißt es erstmal shoppen. Ich meine, das Geld wird zwar erst im Nachhinein ausgezahlt, aber wenn ich jetzt shoppen gehe, dann bekomme ich das Geld ja später wieder. Also, auf geht's. Oh Mann, also es ist echt langweilig, die ganze Zeit mit meiner Puppe zu spielen. Es macht zwar Spaß, aber die ganze Zeit, was kann ich denn jetzt machen? Ah, ich glaube, ich gucke mal, was Julian so macht. Vielleicht möchte er ja mit mir spielen. Hey Julian, was machst du da so? Hey Emma, ja siehst du doch, ich bin auf meinem Skateboard und übe ein paar Tricks. Wieso, was willst du denn? Okay Julian, also ich wollte fragen, ob du vielleicht ein bisschen Lust hast, mit mir zu spielen, weil mir ist voll langweilig. Nein, Emma, siehst du doch, ich habe keine Lust, mit dir zu spielen. Ich übe viel lieber Skateboard-Tricks. Oh. Außerdem beschäftige dich doch mal ein bisschen alleine. Du kommst immer zu mir an. Du nervst voll. Oh Mann, Julian, du bist echt richtig blöd. Mann, dann gehe ich halt alleine spielen. So, Julian nervt immer total. Der sagt immer, ich nerve, aber dabei nervt er mich. Dann gehe ich jetzt gucken, was ich machen kann. Mama ist irgendwie gar nicht da. Und Hanna auch nicht und Papa auch nicht. Was ist das denn? Warum stehen auf diesem Blatt Papier so komische Zahlen drauf? Das gucke ich mir mal an. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber ich habe eine super Idee, was ich damit machen kann. Denn ich wollte schon immer einen Papierflieger basteln. So, Mama wird bestimmt nichts dagegen haben, wenn ich dieses Stück Papier nehme. Das liegt hier ja nur so rum. So, tada. So, wie war das denn jetzt nochmal? Wir haben das mal in der Kita gemacht. Ich probiere das mal zu falten. So, und dann links und rechts. Und das muss man so falten. Yeah, ich glaube, ich hab's. So sah das bei den Kindern in der Kita auch aus. Wie ein richtig cooles Papierflugzeug. So, den werde ich jetzt mal ausprobieren. Also, ich werde jetzt einmal werfen. Und hui!
Oh, da ist er gar nicht weit geflogen. Das probiere ich nochmal aus. Und am besten gehe ich dafür raus. So, jetzt werde ich das Ganze doch mal probieren, weil draußen ist es viel windiger und das ist viel, viel besser dafür. Dann kann der besser fliegen. So, und jetzt richtig mit Anschwung. Yeah, flieg, Papierflieger, flieg. Oh, oh, das ist die falsche Richtung. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Das war ja mal eine richtige Sturzlandung. Also, das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. Lalala, ach, ist das ein toller Tag heute. Oh Mann, die hatten in meinem Lieblingsladen auch noch mal 50% auf alle Kleider und auf diese tolle Tasche. Wow. Also, da kann man ja nur zuschlagen. Ach, der Tag kann doch nicht besser werden. Ich werde später noch was Schönes zu essen bestellen und dann werde ich diese wunderbare Nachricht den Rest der Familie mitteilen. So, ich stelle jetzt erstmal die Taschen ab und dann nehme ich mir meinen Schein. Moment mal. Wo ist denn mein Lottoschein hin? Aber ich habe ihn doch da hingelegt. Ich meine, wie kann das denn sein? Julian! Julian Vogel! Ja, Mama, was ist denn los? Wieso schreist du denn wieder so laut rum? Du brauchst doch gar nicht so rumschreien. Ich bin doch da, was ist los? Julian Vogel, möchtest du mir nicht etwas mitteilen? Wo ist mein Lottoschein? Was? Dein was, bitte? Nee, Lottoschein? Ich habe gar nichts gesehen. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Julian, jetzt tu nicht so. Ich habe meinen Lottoschein hier hingelegt, auf diese Kommode. Er lag da. Was? Ich weiß von gar nichts. Und außerdem, seit wann spielst du Lotto? Und wieso sollte ich den Schein nehmen? Seit wann ich Lotto spiele, ist doch total egal. Aber das ist wirklich super wichtig, Julian. Und ich meine, damit ist wirklich nicht zu spaßen. Los, rück ihn raus. Was? Wieso sollte ich überhaupt den Lottoschein genommen haben? Ich war doch die ganze Zeit oben. Und außerdem, bevor du immer mich zuerst beschuldigst, frag doch Emma. Sie wohnt auch hier und die macht auch genauso viel Blödsinn wie ich immer. Emma! Emmaleinchen, wo bist du? Hi Mama, ich bin hier am Pool. Hi Emma, sag mal, hast du ganz zufällig meinen Lottoschein gesehen? Er lag auf der Kommode. Um Gottes Willen. Emma, was hast du getan? Ist das etwa der Lottoschein? Der gelbe Schein mit den Zahlen drauf, der auf der Kommode lag? Das kann ich mir auch schon selbst beantworten. Emma, was fällt dir ein? Ich habe das Blatt Papier genommen und dann habe ich damit einen Papierflieger gebastelt. Und der flog halt nicht so gut und dann bin ich rausgegangen, weil draußen ist ja mehr Wind. Und dann ist der halt aus Versehen in den Pool reingeflogen und dann, ja, weil das ja nass geworden ist, das Papier hat er sich aufgelöst. Das wollte ich doch nicht. Mama, was ist denn los? Jetzt rückt in der Sprache raus. Wieso machst du so viel Aufstand wegen so einem Lottoschein? Hm. Ist doch nur ein Stück Papier. Ein Stück Papier? Das war nicht bloß ein Stück Papier. Oh, Leute, wenn ihr bloß wüsstet, ich habe im Lotto gewonnen, beziehungsweise wir haben im Lotto gewonnen. Ich hatte alle 4 Zahlen richtig. Wow. Und wir hätten 1 Million Euro gewinnen können. Ich meine, 1 Million Euro, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Das ist, oh Mann, Leute, wir hätten in Urlaub fahren können. Aber nein, es musste natürlich mal wieder eine gewisse Emma Vogel einfach an meine Sachen gehen. Oh. Mann, Emma, du hast genug Spielzeug. Was? Emma, du nimmst einfach ungefragt einen Zettel und dann noch, es ist der Lottoschein. Wir wären reich gewesen, Emma, wir wären reich und jetzt dank dir sind wir immer noch so arm wie jetzt. Aber das wusste ich doch gar nicht. Das war doch keine Absicht, das tut mir wirklich leid, weil ich dachte, das wäre nur ein Papier und da war irgend so ein Gekritzel drauf. Also, das habe ich wirklich nicht mit Absicht gemacht. Oh Mann, ich kann es nicht glauben, mein schöner Lottoschein. Oh Mann, also der ist auf jeden Fall hinüber, der ist total eingeweicht, man kann die Zahlen nicht mehr lesen und außerdem zählt der Schein nur, wenn man ihn als Ganzes abgibt, aber der ist total zerrissen. Das war's dann wohl mit der Million. Oh Mann, ich habe mich wirklich schon so drauf gefreut. Und das alles nur wegen dir, Emma. Oh Mann, Emma, alles nur wegen dir. Wir wären reich, ich hätte ein neues Skateboard. Ich hätte vielleicht sogar mein eigenes Haus bekommen. Nein, meine Millionen sind weg. Oh oh, also das war wirklich gar nicht gut. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Ärger gibt. Das tut mir wirklich leid. Also, ich gehe da mal auf mein Zimmer. Ich habe dann bestimmt Hausarrest. Tschüss. Mein schöner Lottoschein. Ich kann es nicht glauben. Ich meine, der ist komplett hinüber. Da spielt man einmal Lotto in seinem Leben, hat dann noch so viel Glück und dann passiert sowas. Oh, jedes Mal gibt es Stress mit Emma oder Julian. Oh Mann, ich kann es wirklich nicht glauben. Ja, Mama, weißt du, das ist mega ärgerlich und ich bin auch mega sauer. Aber wenn man so sieht, haben wir ja auch nichts verloren, ne? Ich meine, es bleibt alles beim Alten und das ist doch auch schön. Ach, Julian, ja, du hast ja recht, aber ach Mann, ich war heute noch shoppen so voreilig und ich habe mich so gefreut auf das Geld. Und jetzt muss ich, oh Mann, jetzt muss ich alles zurückgeben. Mir bleibt ja keine andere Wahl. Wie toll wäre das gewesen? Ich meine, mit 1 Million Euro, wir hätten uns doch einen super tollen Urlaub machen können und so vieles mehr. Aber Julian, du hast recht.
Ich glaube, ich sollte mit Emma sprechen. Vielleicht war ich doch ein bisschen hart zu ihr. Ich weiß ja, dass sie das nicht mit Absicht gemacht hat. Oh Mann, Mama ist echt sauer. Und Julian auch. Ich glaube, die hassen mich jetzt. Also ich bleib jetzt in meinem Zimmer. Ich gehe nicht mehr raus. Hi Emma, du hast du vielleicht kurz eine Minute? Ja schon. Aber wenn du mich weiter anmeckern möchtest, dann nicht. Weil ich bin schon traurig genug jetzt darüber. Und wenn du noch mit mir schimpfst, dann macht es das auch nicht besser. Ach Emmaleinchen, ich möchte gar nicht mit dir schimpfen. Ich wollte mich tatsächlich bei dir entschuldigen. Ich meine, das ist wirklich super ärgerlich und ich bin schon wirklich stinksauer, muss ich sagen, dass du einfach an meine Sachen gehst. Und ich meine gerade solche Unterlagen. Ich meine, das hätte auch etwas wirklich super Wichtiges sein können. Ah. Damit spielt man nicht, Emma. Aber ich war auch ein bisschen zu hart zu dir, weil ich weiß ja, dass du das nicht mit Absicht gemacht hast, Emma. Oh, das heißt, du bist nicht mehr stinkig auf mich? Wirklich? Und ja, ich habe das wirklich nicht extra gemacht. Ich wollte nur ein Papierflieger basteln, weil wir haben das in der Kita auch gelernt und dann wollte ich das ausprobieren und ich wusste halt wirklich nicht, dass das so ein Lottoschein war. Ich weiß zwar immer noch nicht ganz, was das ist, aber wenn das so wichtig ist, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das natürlich nicht genommen. Ah. Ich weiß doch, Emma, ich weiß. Und jetzt komm her. Ach, Emma, kein Geld der Welt macht mich jemals so glücklich wie meine Familie. Hey, stopp, 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 ich habe da noch was für euch. Wollt ihr vielleicht auch Familie Vogel als Hörspiel hören? Dann sucht einfach auf iTunes, Spotify oder Amazon Music nach Familie Vogel oder Spiel mit mir. Da findet ihr viele, viele tolle Hörspiele von uns. Viel Spaß!